Die Liebe und der Friede unseres Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, am heutigen Sonntag, dem ersten Sonntag im weltlichen Kalender, soll die Jahreslosung für dieses Jahr die Basis der Predigt bilden. Die diesjährige Jahreslosung steht im Johannesevangelium und lautet: Jesus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Die Jahreslosung empfinde ich als überaus passend für so viele Momente im Leben, aber natürlich auch gerade in diesen Tagen. Vielleicht spüren Sie noch etwas von der Übergangszeit zwischen Dezember und Januar. Gerade an den letzten Tagen des Jahres und dann immer mehr zum Neujahr hin habe ich den Eindruck, dem Neuen entgegenzufiebern. Bei diesem Eindruck mischt sich mein Verstand allzu gerne ein und fragt mich regelmäßig, wem ich denn da etwas vormache. Das Datum sei ja nicht entscheidend. Ob mein Gehirn das jetzt nun mag oder nicht, diese Zeit ist eine Schwellenzeit. Altes soll hinter sich gelassen werden, Neues, Besseres aufblühen. Schwellen kennen wir aus unserem Alltag zu Genüge. Sie sind besondere Orte. Wer über eine Schwelle geht, bricht gerade auf oder kommt endlich an. Deshalb sind Türschwellen mit besonderen Ritualen versehen. Eine Braut lässt sich über die Schwelle tragen. Im europäischen Brauchtum hat man die Toten über die Schwelle aus dem Haus getragen und sie mindestens einmal kurz auf die Türschwelle abgelegt, falls die Seele ihr altes Haus wieder besuchen wollen würde. Aber wir kennen auch besondere Symbole im Bereich der Türschwellen, die das Besondere an ihnen deutlich machen. Der Segensspruch der heiligen drei Könige oder ein anderes Glückszeichen hängen am Türrahmen. Unsere jüdischen Mitmenschen haben am Türpfosten eine Mesur, eine Kapsel, die das höhere Israel in sich trägt. Aber auch auf dem Boden gibt es Türschwellensymbolik. Fußmatten mit Willkommensaufschriften oder irgendeinen lustigen Spruch, um den Eintritt bzw. Austritt zu verschönern. Und dann haben wir natürlich neben unseren klassischen Haustüren noch ganz andere Türen, die wir durchschreiten und mit denen wir Unterschiedliches verbinden können. Zum Beispiel die von U-Bahnen oder Bürotüren, die Tür zum Arzt oder eine Kirchentür. Gerade bei diesen Türen wissen wir manchmal nicht, was uns dahinter erwartet. Wird der Arzt gute Nachrichten für mich haben? Werde ich freundlich von der Sekretärin, vom Chef empfangen? Wird der Kirchenraum mir das eröffnen, was ich ersehne? Unzählige Türmomente durchleben wir in unserem Leben. Manchmal stehen wir vor einer Tür, manchmal hinter einer Tür, machen diese mit Freude auf oder wollen sie am liebsten wieder schließen. Türen können trennen und verbinden. Meistens sind beide Seiten in der Pflicht. Und dann gibt es dann noch ganz andere Schwellen, von denen ich am Anfang schon geredet habe. Die Schwellen im Leben, wie Neujahr. Schwellen, bei denen ich nicht so genau fassen kann, was sich da eigentlich tut. Wie zum Beispiel bei einer Taufe oder Konfirmation. Auch eine Hochzeit oder Beerdigung gelten als Schwellenrituale. Oder die Schwellen, die plötzlich als Hürde vor einem stehen. Wechsel der Arbeit oder Schule, Tod des Haustieres, Scheidung, Pensionierung, Diagnose der Heilung oder Heilung oder. Türen und das Davorstehen, Schwellen und das Warten auf den Moment des Übergangs könnt die unterschiedlichsten Gefühle in uns wachrufen. Und vielleicht haben Sie schon begonnen zu grübeln. Welche persönliche Schwelle habe ich im vergangenen Jahr hinter mich gebracht? Welche habe ich gerade vor mir? Auf welche würde ich gerne verzichten? Auch Jesus und seine Freunde kennen Schwellenmomente bzw. Türmomente. Und auf eine solche Erfahrung spielt Jesus an, wenn wir die Jahreslosung in diesem Jahr hören. Jesus sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Stellen Sie sich vor, Sie stehen unten am Haus von Jesus und wissen, Sie wollen unbedingt in das Haus hinein. Sie wollen durch diese eine Tür und bei ihm und mit Jesus wohnen. Sie wissen genau, wo Sie klingeln müssen. Ist das eine von diesen unzähligen Schwellenmomenten, wo Ihr Herz rast, weil Sie nicht wissen, was Sie auf der anderen Seite erleben? Wie Jesus wohl aussieht? Wie er wohl auf mich reagiert? Kennt er mich überhaupt?
Sind das Gedanken, die Ihnen da durch den Kopf schießen? Oder haben Sie ganz andere? Oder wären Sie eher der Typ Gelassenheit, würden klingeln und sich an die Jahreslosung erinnern und wissen, heute bin ich hier, heute komme ich zu Jesus und er wird mich nicht abweisen. Er wird mich hereinbitten, so wie ich bin, mit all dem, was ich falsch und richtig gemacht habe. Wichtig ist nur, dass ich zu ihm komme, an jeden Tag meines Lebens und darüber hinaus. Ich glaube, beide Gedankenrichtungen wären in Ordnung, denn, und darin erinnert uns die Jahreslosung, denn wichtig ist nur, zu wem wir kommen und bei wem wir da klingeln. Denn bei Jesus anzuklopfen bedeutet zugleich, Gott nahe sein zu wollen, da Jesus der Treffpunkt zwischen uns Menschen und Gott ist. Punktgenau weiß ich da, egal wie weit ich im letzten Jahr von Jesus entfernt war, ich bin angenommen. Egal, was da letztes Jahr war, das ich gerne loswerden wollen würde, was mich in dieses Jahr verfolgt, Jesus lässt es gut sein und nimmt mich an und versucht mit seinen Worten des Lebens mir zu helfen. Egal, wie sehr ich mir wünsche, für das neue Jahr glaubensmutiger zu werden, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen und standhaft mein Leben im Zeichen des Kreuzes zu leben, Jesus hält die Tür offen, auch wenn ich meinen Vorsatz schon in dem Moment des Sprechens brechen sollte. Egal, wie unbedeutend ich mich an der Tür Jesu fühle, an der Schwelle der Jahre fühle, wie winzig ich mich im Getriebe des Weltgeschehens empfinde, für Jesus bin ich nicht unwichtig. Er sagt an jeden von uns jeden Tag zu, komm her zu mir. Er und durch ihn spricht Gott sein Ja. Egal, ob ich nun vor einer U-Bahn-Tür oder Arzttür zur Schwelle der Hochzeit oder Scheidung oder stehe, Jesus wird da sein und die Schwellengrenzen mitgehen und alle Gefühle mittragen. Egal, wie unklar die Situation für das neue Jahr auch aussehen mag, für dich oder für mich, du brauchst für Jesus kein perfekt durchorganisiertes Lebensjahrablauf. Er hilft durch seine sehr gute Orientierung, dir Klarheit, Gelassenheit und Mut zu schenken. Überhaupt, wenn es um die Zukunft geht. Mit Jesus fängt sie schon an. Mit ihm wird somit seine Vergangenheit unsere Zukunft, die für jeden offen steht. Die Jahreslosung erinnert damit, dass die Schwelle zu Jesus im Prinzip kinderleicht genommen werden kann, auch wenn sie uns manchmal meterhoch erscheint. Mit Jesus an unserer Seite kann es dann leichter sein, Türen zu öffnen, die bislang verschlossen waren. Mit ihm kann es gelingen, die neuen Räume mit Liebe zu füllen oder Schwellen mit Zuversicht zu nehmen und zu verstehen, dass man nicht viel wissen muss über das, was da einen erwartet, solange man die Hoffnung auf Jesus legt, der da ist und niemanden verstößt, sondern jede und jeden von uns willkommen heißt, zu jeder Zeit. Denn er verspricht, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.